Hey Leute, was geht? Heute gibt es mal ein neues Video von mir, Leute. Und zwar heute geht es um eine sehr, sehr wichtige Sache im neuen Patch 1.0.7. Und zwar, es gibt jetzt auch endlich sozusagen Signature Weapons oder generell Waffenvarianten zu kaufen, was vielleicht auch recht cool ist. Das Ganze habe ich mir auch vom Ding eigentlich auch gewünscht. Und auf das Ganze gehen wir heute mal ein. Schauen uns das Ganze ein bisschen an, Leute. Lasst auch ein Like da, wäre es korrekt von euch, Leute, und wir starten gleich los mit diesem kleinen Video hier. Soll heute auch nicht zu lange sein. Im Blackjack Job haben wir weiterhin die standmäßigen Outfits, hier fünf Outfits zum Dinge und ein Sticker hier. Dann eh schwarz, wie eh immer das gleiche. Und hier sehen wir schon Seasonal. Und zwar, wir sehen hier die Waffen. Und zwar, es gibt jetzt Fall Firearms, sozusagen sind zwei Signature Weapons, oder zwei Waffenvarianten, die gibt es jetzt zum Kaufen. Das Ganze ist ein Bundle, das seht ihr jetzt hier alles. Das Ganze kostet ungefähr 20 Euro und beinhaltet halt diese 13 Objekte. Und zwar das erste Mal, gehen wir darauf ein, und zwar die göttliche Gerechtigkeit. Das ist eine Waffenvariante von der Unfriede. Sieht richtig, richtig fett geil aus. Ist ein Pre-Order-Bonus gewesen für alle GameStop. Bis GameStop Vorbesteller, kann man sagen, in den USA. Das heißt, die haben die schon. Da gab es damals, da gab es halt so einen Code zum Einlösen und dann hatte man die göttliche Gerechtigkeit. Und es sieht richtig, richtig geil aus. Hier mit zwei Engel ganz vorne und auch mit ein bisschen Leuchten drin. Und saugeile Waffenvariante auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Dann eine Visitenkarte, frech. Dann halt dieses, ja, diese, was ist denn das, ein Tag oder. Bin mir gar nicht sicher. So ein paar Affen haben wir hier drin, was auch ganz lustig ist. Ey, alles Affen hier, Visitenkarte, Bodyguard, richtig cool auf jeden Fall. alles Affen, ey, richtig lustig. Warum genau Affen, weiß ich jetzt wohl auch nicht. Und haben hier die Street, die neue Maddox Waffenvariante. Ob sie schon mal gab, weiß ich vom Dinge gar nicht, aber die ist anscheinend neu und wir haben hier eine richtig, richtig geile Reaktiv, oder ist das eine Mastercraft-Tarnung oben? Ich schaue auf Loch, ich tue sie auf, genau, da ist nämlich der Affe oben, deswegen die ganzen Affen hier. Ja, das die Waffe hatte, ist nicht so übelst special, finde ich, aber trotzdem, ja, trotzdem ganz cool vom Ding her, aber halt nicht so extrem special. Ja, das ist sozusagen die neue Speziallieferung, voll Firearms, das Ganze geht eine Woche lang und nach einer Woche kommen wahrscheinlich dann wieder neue Waffenwerten rein. Finde ich auch cool, dass die Zeit ein bisschen länger jetzt ist und nicht die 4 Tage sowas, sondern eine ganze Woche haben wir jetzt Zeit, das Ganze zu kaufen und sowas. Und hier nochmal als andere Speziallieferung den Bombero. Ich glaube, den gab es schon mal zum Kaufen. Der kommt mir ziemlich bekannt vor. Ja, somit zu dem, Leute. Das sind die neuen Speziallieferungen hier. Werde ich mir jetzt die ganze Speziallieferung hier kaufen? Ich denke mal, bisher nicht. Nein, für mich lohnt sich das Ganze nicht. Die beiden Waffenvarianten sind jetzt nicht so übelst geil, also die göttliche Gerechtigkeit schon, ist schon extrem geil, aber halt die Street hier, die Maddox Waffenvariante, ist nicht so extrem meins. Aber das ist die neue Änderung, Leute, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon, ja, so haltet. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man das Ganze jetzt kaufen kann. Vom Preis ist das Ganze flach in Ordnung, denn es gibt ja zwei Waffenvarianten und wenn man an Fortnite zurückdenkt, in Fortnite kostet ja ein Skin auch 20 Euro und von daher ist das Ganze eigentlich recht gerecht. Natürlich können wir das Ganze ein bisschen runtersetzen noch, aber ich finde es ein bisschen besser, wenn nicht jeder die Waffenvariante hat. Von daher ist das Ganze eigentlich dann auch ganz cool und so und es passt eigentlich vom Ding auch so. Ja, Leute, das war es auch generell vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Like da, wäre richtig korrekt von euch, Leute. Abonniert meinen Kanal für die neuesten Black Ops 4 Videos und schaut auch noch sonst gerne auf meinen sozialen Netzwerken vorbei, wie zum Beispiel Instagram oder Snapchat. Namen sind eingeblendet, natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und sonst haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und ciao.